Es ist wieder Donnerstag, Zeit für eine weitere Folge Ludoki Q&A. Ich bin Tarek Abulela von der Ludoki GmbH und Michaela hat uns eine spannende Frage gestellt zum Thema Networking. Michaela ist selbstständig und Selbstständige treffen sich manchmal auf so Events. Das gibt es über Xing, das gibt es auch über andere Plattformen oder auch über die IHK. Und auf diesen Events geht es ja darum, auf der anderen Seite so sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und möglicherweise den ein oder anderen neuen Kunden zu kriegen. Und Michaela fragt, naja, wie mache ich denn das, ohne allzu aufdringlich zu wirken? Allein schon, Michaela, dass du diese Frage gestellt hast, zeigt mir, dass es dir wahrscheinlich nicht passieren kann, aufdringlich zu wirken, weil sonst würdest du diese Frage nicht stellen. Und trotzdem weiß ich genau, was du meinst, weil es geht ja darum, wenn man da immer rumrennt und sagt, ah, ich mache übrigens das, brauchst du das und so weiter, das wäre irgendwie schräg. Und auf solchen Events, vor allem wenn sie über Xing zum Beispiel laufen, empfehle ich immer, da sieht man ja, wer sich alles angemeldet hat. Und da empfehle ich, schau dir das doch mal an, druck dir das aus und überleg dir, welche dieser Personen könnte interessant für dich sein, um mit denen mal in Kontakt zu kommen. Und dann such mit denen das Gespräch, stell dich dazu, hör mal zu, was die da so sagen und nutz dann die Chance, dich da einzuklinken, wo es interessant wird. Weil bei so einem Networking-Event, wenn du jemand fragst, ja, was machst du denn so, dann erzählt der. Und ich empfehle dir immer, frag du zuerst, dann ist es viel einfacher. Weil wenn er dann dich fragt, was du so machst, dann kannst du auf eine ganz charmante Art und Weise erzählen, was du machst und sagst, ja, ich mache das und das. Und zum Beispiel, was du mir vorher erzählt hast für Unternehmen wie, das, wie deines, mache ich das und das und das und das. Und dann könnte ja bei dem potenziellen Kunden der Gedanke kommen, oh, das könnte ja spannend sein für mich. Und dann sagt er, ach Mensch, das ist ja interessant. Und dann kannst du an der Stelle gleich weitermachen und sagen, ja Mensch, wollen wir uns da mal zusammensetzen, dann können wir uns ja mal austauschen darüber, mal gucken, was dabei rausschaut. Das ist so eine ganz elegante Form, das zu machen. Und das hat auch sehr viel Sogwirkung. Und darum ist es immer sehr smart, vorbereitet zu sein, den Leuten zuzuhören, was die machen. Und wenn du erzählst, was du machst, dann bau doch ein Beispiel, wenn du es kannst, aus der Branche von deinem Adressaten ein. Das wirkt sehr attraktiv und erzeugt eben eine Sogwirkung. Das andere ist, wild rumrennen und Visitenkarten verteilen in der Hoffnung, dass die dich anrufen. Ja, kann man machen. Und wenn die Visitenkarte hübsch ist, ist es ja auch mal schön, dir das Volk zu bringen. Auf der anderen Seite würde ich immer schauen, dass du ganz viele Adressen von anderen Leuten sammelst. Und wenn du jemanden spannend fandest auf so einem Event und mit dem geredet hast und denkst, Mensch, das wäre cool, mit dem noch mal ein bisschen vertiefend zu sprechen und du hast seine Kontaktdaten, dann ruf doch einfach an und sag, Mensch, unser Austausch, das war so interessant und ich habe mich so gefragt, hatte so ein paar Ideen im Kopf, was ich für dich machen könnte, magst du das mal hören? Das ist nicht allzu aufdringlich, das ist vertrieblich smart, probier es einfach mal aus und berichte uns, wie es funktioniert hat. In dem Sinne, viel Erfolg beim Ausprobieren und Umsetzen. Sie erwähnt es so nebenbei und die Leute fragen, was ist denn das? Dann sagt ja, redet da.